Ja, geh weg. Geh weg. Gleich, gleich, gleich. So, Klaus. Ja, aber das muss man mit Gefühl machen. Oh, nicht so fest. Haha. Knie gebrochen. Bruch. Geh nochmal zum Arzt. Hier wäre ein Arzt echt super bedient an der Inselhalbstätte. Maybe there's something in here. Nochmal so ein großes, dickes Viech? Oder ist es ein kleines, dickes Viech? Nein, das ist nochmal so ein großes, dickes Viech. Ha, ich könnte langsam anschleichen. Und er sieht mich gerade nicht. Also, ich habe noch alle Zeit der Welt. Immer noch, kein Problem ist das. Ich glaube, der lebt noch, der Zombie. Ja, ich schleiche. Ach, halt die Fresse. Ja, ich könnte einfach den anlocken. Also, ich mache immer so Taktiken gerne, die da überhaupt nichts bringen. Autschen! Nein, geh weg. Hallo, hallo, hallo. Habe ich Angst. Hau das Ding weg. Aber schnell, du, schnell, du, schnell, du. Ha, ha, ha. Geh weg, geh weg, geh weg. Glück gehabt nochmal. Ja, du nicht, aber ich habe Glück gehabt, ey. Flöps. Ich glaube, ich überfahre jetzt einfach den bösen, bösen Typen hier. Weil mir das gefällt. Und weil ich es kann. Das ist doch das neue Ding so. Weil ich es kann. Oder warum tut man jetzt eine 2x 1,6 GHz Megabyte Prozessoren-Grafik-Dinger in das neue Samsung Galaxy S irgendwas rein? Weil man es kann. Ja. Hm. Ah, bam. Das ist sehr realistisch. Oh ja, also ich treffe den dann nicht. Nee, nee, nee. Also, den kann ich ja gar nicht treffen. Boah, jetzt hänge ich hier fest, oder? Super. Steh auf, Etzer, geh weg. Ich glaube, er zieht mich gleich raus und bringt mir das Fahren bei. Boah, also die Autos nerven echt überhaupt nicht von Dead Rising. Und er hängt auch sehr schön in dem Regal jetzt gerade fest. Also doch, muss ich schon sagen. Das kann bloß ich gerade besser, weil ich hier in dem scheiß Ding festhocke. Ja, gleich habe ich es noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh Mann, hey. Ich würde aber gerne den anderen Zombie auch noch töten. So, Etzer, bin ich draußen? Ja, ja, pst. Und Etzer, fahr ich wieder rein. Nein, natürlich nicht. Macht mir der Strom was aus? Bestimmt macht er mir was aus. Nö, doch nicht. Glück gehabt. Aber erstmal wieder umdrehen, wenden. Rückwärtsgang braucht er auch nicht. Ah ja, er ist wieder da hinten. Kann ich schön reinfahren. Und er ist tot. Gut. Jetzt muss ich nochmal rausfahren, weil ich muss ja eben das Ding holen. Ich will oben den Zombie töten. Und deswegen muss ich da hochgehen. Und um da hochzukommen, muss ich bloß das Ding abschalten. Oh Mann, hey. Ja, man kann es ja auch kompliziert machen, wenn man es nicht so einfach haben will. Hm. Einfach das Ding da ausschalten. F halten und dann ausschalten. Und nicht walten, Walter. Ich dachte, das ist aus. Bist du aus? Bist du nicht, oder? Autschen! Nee, das ist nicht aus. Das ist nicht aus. Geh weg. Hä? Stromzufuhr aus. Ich dachte jetzt, dass das so aus ist, aber anscheinend heißt es was ganz anderes. Es ist immer noch an. Was soll denn der Dreck hier? Na gut. Ah, der hat bestimmt noch irgendwas. Oh, 700 Dollar. Die nehme ich gerne mit. Du dicker Mensch, du. Rundmesser wieder. Ein Roundhouse-Messer. Ah, und ein Roundhouse-Messer. Und ein Energy-Drink. Liegt auch noch rum. Reparieren. Können wir den Stock reparieren? Ja, auf jeden Fall. Und auch den können wir auch reparieren. Weil das ist gut. Das ist grün. Das ist blau. Da muss man nicht mal was trinken. Das ist schon blau. Hoppala. Warum wird man auch vom Rotwein blau? Hoppala. Ist auch so ein Lied, ne? Ja. Ich könnte jetzt, wie gesagt, also entweder hier da hinten, ne? Ja, gut. Ach, ich brauche immer noch. Ich muss da oben sowieso reingehen. Damit, weil ich ja, die Saftkanister noch brauche. Hab's gesehen, keine Angst. Öffnen. Na, Schwachholzknüppel braucht man nicht und wegen dem Stromzufuhr ausschalt. wegen dem Stromzufuhr ausschalt.
kommen da zwei Menschen. Dämliche, infizierte Menschen. Aber jetzt. Muss ich mich bei allen auch noch, hey, super. Die haben mich jetzt erschrocken, hey, nicht schlecht. Wie es halt immer noch nicht aus ist. Hallo. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh halt dann hoch. Du bist echt scheiße, oder? Ja, der hat's ja drauf. Oder ich fahr einfach mit dem hässlichen Auto hin. Nee, geht auch nicht, scheiße. Ja doch, geht freilich. Oh Mann. Was ist denn das für ein Dreck jetzt, hey? Wo war denn da der andere Benzinkanister? Der war da hinten. Mein Gott, hey. Echt wahr, jetzt geht's aber los. Ein bisschen schneller, wenn's geht. Hab ja nicht ewig Zeit. Jetzt brauche ich noch ein Kanister und ein Saftbeutel. Gehst du weg? Wo bist du? Ah, hinter mir war er. Wo bist du? Ah, hinter mir war er, ja. Schön, hat jeder gehört, aber ich muss nochmal sagen, weil es witzig war. Ey, nicht so weit rausfahren immer, du. Holder Mensch, du. Also, ich könnte ja jetzt zu meinem Vorletzten. Und das ist weit weg. Na, das nehme ich mir nicht. Hä? Nicht hinten draufsetzen. Was macht er denn? Geh einfach da rein, es ist ganz einfach. Ich habe nämlich einen brillanten, brutalen Tipp, Trick, meine ich. Der bestimmt nicht klappen wird. Nö, klappt nicht. Doch, klappt. folgendermaßen. Ich parke mein Auto und nehme mit den Benzinkanister. Aber das geht ja auch nicht, weil ich muss doch... Ja, was ist denn das, hey? Ja, was haben wir denn da? Ja, warum geht das denn nicht? Das ist doch eigentlich, könnte man meinen, nicht ganz so schwer, den Strom auszuschalten von dem hässlichen Ding da. Was muss ich denn jetzt noch abschalten? Die Belüftung des Antriebskühlenwellensystems oder... Hey, und dass da bloß ein Leiter oben hochgeht, ist auch ein bisschen unrealistisch und dämlich. Naja, ich trage jetzt den Kanister jetzt die 3000 Meilen da hinten hin, ja. Das mache ich doch. Das ergibt Sinn. Also, schütten da rein. Kommt da irgendwie ja natürlich nicht. Was ist da hinten denn? Hinten denn? Benzinkanister? Ja, ja, das habe ich schon verstanden jetzt mit dem Benzinkanister. Ich habe doch auch den zweiten schon eingeschalten, ausgeschöpft. Ich habe auch schon zwei Benzinkanister für Harley. Ich würde bloß noch gern so ein dreckiges Orangensaftgetränk-Gehäuse-Ding haben. Aber da muss ich hoch und dann, das geht ja halt schlecht. Wow! Hoppala! Scheiße, Raudis. In your face, Raudi. Jetzt weiß ich echt nicht, wie der Dreck funzt, hey. Weil... Es ist zu überall. Es geht auch nichts auf, nirgends. Oder ich mache mir eine Treppe. Ach, das geht auch nicht. Cool. Ist irgendwer gestorben. Ich muss mich mal ganz schnell in Sicherheit latschen. Ach, der lebt auch wieder. Super. Weil ich eben so ewig lang brauche. Ich würde einfach gerne hochklettern können, aber das geht wahrscheinlich nicht. Warum geht das nicht? Ich überlege jetzt gerade, warum das nicht geht. Wo bist du dämlich? Warum geht das jetzt nicht? Da hinten ist ein Benzinkanister. Da ist eine Leiter. Das könnte ich benutzen, um hochzuklettern. Aber die bringt mir auch nicht so viel. Oder ich könnte sie nehmen und dann drüber legen. Aber das ist auch dämlich. Ja, ich schaue einfach mal jetzt, wohin die Leiter führt. Ach, nach nirgendwo. Doch, nach dahin. Weil da kann man hochklettern dann und dann ist es so, wie es ist. So, ich kann auch wieder rausklettern, wenn ich muss. Okay, hard to take a look. Okay, ich kann so lange sprechen, dass ich mich gar nicht versteht. Ja, Leiter benutzen. Da oben muss doch irgendwas sein, jetzt, was mich ja weiterhilft oder was mir weiter... Irgendwas weiter dingst. Weil, hallo. Da oben Zombies, okay, habe ich gesehen, super. Was ist das da? Nix. Abfallbehälter Eimer, super. Ich könnte jetzt da das Ding umschmeißen. Oder auch nicht, weil umschmeißen und dann Ding, aber das ist auch dämlich. Ja, oder ich gehe einfach durch, hä? Aber da bin ich tot, das weiß ich schon jetzt.
Das weiß ich jetzt, dass ich dann tot bin. Oh, ich würde es gerne schneller machen, aber ich kann es nicht schneller machen. Weil da noch irgendwo hier so ein Stromgenerator-Pfosten-Ding ist. Wo ist es? Wo? Achso, ich bin immer noch auf Sendung, ja. Auf Sendung, ja, wir schalten gerade um auf Sendung. Die Überheblichkeit trifft mich nicht, keine Angst. Hochgehen. Oder Auto nehmen, hinfahren, drüber springen. Und dann, ja, runterfallen hier. Ja, mach ich doch einfach mal so. Einfach mal probieren, geht über studieren. Ich mache jetzt mal, ich mache morgen meine erste Herzverpflanzung. Ich muss es nicht probieren, ich muss es nicht studieren. Ich probiere jetzt einfach mit meiner ersten Herzverpflanzung. Ja, genau. So. Also, ich muss eigentlich da bloß ein bisschen rückwärts rüberfahren. Na, so ist es ein bisschen. Eigentlich gibt es hier einen Rückwärtsschalter, Blickwinkel? Nö. Gut. Aber wenn ich aussteige. Achso, ja. Na gut, das war jetzt irgendwie. Ich mache mir da Gedanken drüber, einfach hinfahren, aussteigen und dann hochklettern wäre eigentlich die bessere Lösung gewesen. Ach schön, er lebt wieder. Super. Na, das freut mich ja. Ja, geh weg jetzt. Bein abgeschlagen mit dem Baseballschläger. Ich nehme deine Brieftasche, du böser Zombie. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ich suche jetzt gerade die Reisetasche. Ah, so kommt man da rein. Da haben wir es doch schon. Wie komme ich raus? Stufe 12. Nee, das brauche ich nicht, weil meins ist besser. Was ist da drin? Oh, Geld, das muss ich mal kurz rausnehmen, dass ich ein bisschen mehr. Ja, dass ich ein bisschen mehr Ding auf den Schultern tragen kann, ein bisschen mehr Gewichte, Zahnräder, Stacheldraht ist unglaublich schwer. Magneten auch, die wiegen unglaublich viel, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ist da drin irgendwer? Wenn ja, warum nicht? Oh ja. Na, da haben wir Alkohol auch noch hier, so. Passt es. Na, wunderbar. Na, dann können wir eigentlich mal wieder die Dinge auswechseln, weil er wechselt mir immer auf den Ding, aber das gefällt mir nicht. Ach nee. Dann tue ich die mal dahin und dann habe ich wieder alles beieinander. Also zusammen heißt es auf Deutsch. Beieinander. Also dieses, glaube ich, das kann sich jeder vorstellen, was das heißt, das Wort. Und dann könnte man ja mal hier aufschraufeln. Aufschaufeln. Ja, und dann hätten wir schon mal die Saftpakete, die saftigen Pakete. Hoppala, da war gerade kein Leck oder Versprecher von meinerseits. Nein, nein, nein. Oder auch wieder kein Leck. Nee, nee. Also aufmachen und dann Beeilung, Beeilung, Bewegung, Bewegung, Bewegung.